schaue ich, was passiert. So funktioniert Jazz. Leute, entspannt euch. Ich laufe meine Füße wund, denn so schnell bin ich nicht wie dieser Hund. Er biegt um die nächste Ecke, fängt an zu pissen, das ist der Dom, es ist nicht der Nette. Nein, dieser Hund, er pinkelt jede Wand, egal wo er hinkommt, er nimmt es wieder in die Hand, nimmt es weiter und breiter, füllt es sich ab mit irgendwelchen Sachen von Weihnachtsmarkt. Und nein, ich fang an, meine Sachen zu packen, denn ich komm nicht nach hinter diesem Hund. Er ist schon voll eingesaut. Und ich habe meinen Augen kaum geglaubt, als er vor mir stand und mir sagte, hey, wuff. Wow, au, 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 mein Po. Wuff. Also packe ich ihn ein, nehme ihn mit nach Hause und stecke ihn dort in die Badewanne. Und ich versuche, all die Läuse rauszukriegen, all den Dreck, den er schon in der Stadt gesammelt hat. Und er sagt zu mir nur, wuff. Wuffidi-w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 uff. Und er ist mit der Zeit schon müde geworden. Und er fing an, sich dort ins Brotkörbchen zu legen. Neben meinen Semmelbrötchen, die ich aufgebacken hatte, und ich mir dachte, warum ist mein Golden Retriever einfach nur genauso braun wie er? So verschwinde ich in tiefen philosophischen Gedanken, die einfach keinen Sinn machen, denn es gibt ja noch den Brotbackautomat. Wuff. Wuffidi-wuffidi-wuffidi-wuffidi-wuff. Wuff die 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 in seiner Sprache zu antworten. Denn er lebt zwar auf dem gleichen Kontinent wie ich, im gleichen Land, in der gleichen Stadt, im gleichen Bezirk, im gleichen Haus, im gleichen Zimmer, aber nein, seine Sprache ist mir einfach immer noch nicht so vertraut. Deswegen sage ich einfach nur, wow. Wow, jau, weißt du, ich weiß es nicht. Und alles verschiebt sich und dreht sich im Kreis. Und egal, was du gerade reist und auf welchem Kontinent du herumspringst, irgendwie verschiebt sich nicht nur die Erdoberfläche, sondern jeder meiner Gedanken, wenn ich anfange, um sie herum zu tanzen. Und er sagt zu mir nur, wuff. Denn diese Antwort ist ihm nicht genug. Dann sage ich, weißt du was, fang einfach an, zu den Sternen zu schauen. Dort am Praterstern, wo die Alkis nach ihren Flaschen greifen, denn ihnen zuzuhören und ihnen in die Augen zu sehen, ja, das müssten wir mal schaffen, das müssten wir mal begreifen, die Not des Nächsten sehen und uns nicht um jede nächste Ecke zu bewegen. Nein, und bleiben wir stehen. Egal wie sich alles verschiebt, sei es die Politik, sei es unsere Weltanschauung, wir müssen trotzdem den Nächsten in den Augen schauen und dort sehen, was sie verbindet, welchen Schmerz sie in sich tragen. Nur gemeinsam können wir diese Welt überleben und können es gemeinsam wagen, größer zu träumen. Und wenn es heißt, dann jeden Dom zu pissen, damit sich vielleicht etwas ändert in unserem Leben. Dankeschön. Ich laufe meine Füße wund, denn so schnell bin ich nicht wie dieser Hund. Er biegt um die nächste Ecke, fängt an zu pissen, dass